flirtest mit Ärger. Es trocknet aus. Du siehst aus, als könntest du Gefahren trotzen. Wo ist Wuhan? Hilfst du uns? Sie weiß doch, dass ich hier bin. Eine der Sammlerinnen wäre beinahe von den Getrennten getötet worden. Kannst du sie finden und ihr Leiden beenden? Wuhan ist wenigstens leise, wenn ich spiele. Was für ein Material ist das? Eine Sarentu ist gekommen, um mich spielen zu hören. Jetzt werde ich sicher auch jenseits des Ginglorwalds berühmt. Tut mir leid, aber deshalb bin ich nicht hier. Oh, du hättest wenigstens so tun können. Egal, ich nehme an, du suchst nach Wuhan? Woher weißt du das? Sie liebt gut gespielte Musik. Wenn sie mich gehört hätte, wäre sie sicherlich von der Suche zurückgekehrt. Sie sagte, dass sie Kräuter für Nedu sammelt. Wir wissen ja, wie rastlos die junge Schülerin meiner Mutter ist. Wo soll ich suchen? Kräuter sammelt sie immer auf der anderen Seite des Flusses. Wuhan liebt ihre Routine. Sie liebt die Grasflächen am Ufer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Auf offenen Wasserflächen klingen meine Noten nicht rein. Langweilt Nevika dich schon wieder? Achte nicht auf sie. Alex, ich bin jetzt da und suche nach der Frucht der Flamingo-Orchidee. Gut, sie sind leicht zu finden. Groß, bunt, die Blätter sehen aus wie Flügel. Sie schießen mit Samen, wenn sie bedroht werden. Letzteres kann sehr schmerzhaft sein, also Vorsicht. Thank you.
Aber was noch? So nicht. Vielleicht später. Es hat vielleicht zu tun mit... Sieht falsch aus. Ein Kampf. Wu'ans Bogen. Zerstört. Ich frage mich, ob... Wu'an muss hier überrascht worden sein. Natterwölfe zerstörten Wu'ans Bogen. Sie floh. Ich könnte dem Kräuterduft folgen. Zurück! Ich bin... Oh. Du musst Wu'an sein. Neitu schickt mich. Sie macht sich Sorgen um dich. Ah, typisch Neitu. Aber diesmal hat sie auch Grund dazu. Ich bin hier gefangen. Gefangen? Natterwölfe. Mit seltsamen Symbolen. Und ohne Kuru. Unnatürlich. Unnatürlich? Nicht von Ewa. Schneller als andere Natterwölfe. Fieser. Sie werden nicht von Hunger oder Furcht getrieben, sondern von Kummer. Sie haben mich überrascht und meinen Bogen zerbissen. Sie suchen mich. Ich höre sie. Das Grauen, das sie erlebt haben müssen, um so zu werden, sind die Himmelsmenschen schuld? Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe, nur die Jagd. Da sie dich verfolgen, kann ich sie vielleicht überraschen. Vielleicht, aber... Sei gnädig und töte sie schnell. Erst dann können sie endlich wieder mit Ewa vereint werden. Das haben die armen Tiere verdient. Lass dich nicht umzingeln!
ihr unnatürlichen Biester! Mach dir keine Sorgen. Ich warte hier und du besiegst die Natterwölfe. Lass dich nicht umzingeln! Ihr unnatürlichen Biester! Da bist du! Du bist wieder sicher.
Die Gefahr ist vorüber. Oh, ich dachte schon, ich müsste allein hier sterben. Ich kann zwar kämpfen, aber ich sammle aus gutem Grund lieber Bären als zu jagen. Wenn du deinen Bogen gehabt hättest, hättest du sie besiegt. Das ist lieb von dir. Ich werde Netu um etwas Besonderes für dich bitten. Als Zeichen meines Dankes. Sag mir, kannst du gut jagen? Weißt du, was am Stein klingend gerade war? Die Jäger. Du bist nicht nutzlos, Netu. Wegen dir lebe ich noch. Du bist es. Ich habe Netu von deinen Heldentaten erzählt. Ja, klingt, als hatten die Natterwölfe einen fairen Kampf. Ich habe Netu um etwas für dich gebeten. Die feinste Aranahe-Kleidung. Wu'an übertreibt. Meine Webkunst lässt einiges zu wünschen übrig. Danke, ich weiß es zu schätzen. Super, und jetzt übertreibt ihr beide.